What's up, YouTube? Na Spaß, Leute. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, natürlich der nächste Tag im Black Ops 4 Grind. Ja, Freunde, wir machen heute was Interessantes und zwar, darüber freut ihr euch immer sehr. Und zwar geht es heute darum, dass ich auf den besten Sniper, meiner Meinung nach, ich habe ein bisschen rumgeguckt, reagieren werde in Black Ops 4. Oder wir nehmen vielleicht die besten zwei Sniper, mal schauen. Aber diesmal keine Montagen, so wie sonst, sondern wir gucken uns mal, weil Montagen zeigen immer nur das Beste aus einem Menschen. Ihr wisst, was ich meine. Montagen sind so wie Instagram-Bilder. Das ist nicht ganz real so. Deswegen gucken wir uns einfach mal von diesem YouTuber, Optic Spread Legende, einfach mal ein normales Video an und schauen noch mal, was da sniping-technisch so abgeht. Ich würde sagen, das ist eine nice Idee. Falls ihr diesem Kanal noch nicht folgt, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir schalten. Oh Gott, es wackelt, es wackelt. Ah! Falsche Szene. Ah! Jetzt sind wir in der richtigen Szene. Okay. The most jaw-dropping sniping game heißt das Video von Spread. Let's go. Ah, okay, es fängt mit so einer Musikszene trotzdem an. Das ist natürlich nice. Gönnt er sich. Ich liebe so chillige Beats, Mann. Okay, das waren bis jetzt aber nicht die krassesten Szenen. Außer, das ist nur ein Best-of aus dem gesamten Video. Das weiß ich ja nicht. Oh, that was beautiful. Okay, ich sage, in der Sekunde sind nicht die besten Szenen. Er macht den schönsten Coffee der Welt. Weiter geht's. Ich finde das eine richtig geile Art und Weise, so ein Video zu beginnen. Oh! Das tat weh, du. Das ist so traurig. Guck mal, er muss diese beiden Embleme zu sehen, weil die wahrscheinlich entweder wie ein Hakenkreuz drin haben oder irgendeine Blowjob, weil sie in ihrem ganzen Leben noch keinen bekommen haben. Nichts gegen Leute, die keinen Blowjob bekommen haben, ihr wisst es. Aber das ist immer so richtig traurig, diese Embleme. Die haben mir auch schon das ein oder andere Video versaut. Damals in BO1 hat einer so ein krasses Hakenkreuz gehabt, dass mein Video deswegen von YouTube runtergenommen wurde. Gucken wir jetzt nochmal, wie er ganz normal unter normalen Bedingungen snipe. Lol, Spread ist im Vereinigten Königreich. Ich dachte, das wäre ein Amerikaner. Okay, das ist jetzt ein normales Gameplay. Also, als ob er es normal kommentiert. Live-Commentary. Den hätte ich auch getroffen. Den hätte ich auch gekillt. Den vielleicht auch noch. Oh. Jetzt geht es nämlich immer ein bisschen darum, was macht so ein Sniper denn wirklich? Trifft der wirklich alles? Ich meine, das ist auch geschnitten. Ah, hat er einen nicht getroffen. Und dann hat er natürlich getroffen. Und er hat er natürlich auch getroffen. Er wollte so, dass er piekt. Hätte ich niemals getroffen. Niemals. Weil mein Kopf, ich wäre, kennt ihr das? Ihr seid so aufgeregt. Diese Schüsse, wo ihr wisst, wo der Gegner kommt. Ihr wisst nicht, wo er kommt. Ihr trefft ihn perfekt. Ihr wisst, wo er kommt. Ich kann nicht mehr spielen, Mami. Den ich auch gekillt. Ich mache jetzt immer, wen ich gekillt hätte und wen ich nicht gekillt hätte. Aber er spielt auch ein bisschen slower. Ich dachte, er wird da jetzt komplett reinrennen. Er wartet auch ab, dass er den ersten kriegt, dass er dann auf den Feed gehen kann. Oha, da hat er mal einen nicht getroffen. Den hätte ich auch gekillt. Man muss natürlich sagen, das wirkt so alles viel menschlicher, ne? Also wenn du nicht diese Musik hörst, die Quad-Feeds, dann denkt man sich auch manchmal, das könnte ich auch, würde ich natürlich jetzt die Playsy anmachen, würde das Ganze dann natürlich mal wieder direkt anders aussehen. Okay, no pushing, sagt er auch. Nice. Gott, wie jetzt zerfährt es wurde. Was? Den hätte ich niemals bekommen. Dass du eine Streak hast, wenn die Waffe grün ist. 10er Streak? Okay, guck mal, ihr seht das, Leute. Es ist natürlich auch ein Sniper und ich, wenn ich snipe, denke immer, dass die immer voll reinrushen mit aller Kraft. Man sieht aber hier, vielleicht ist genau diese ruhigere Spielweise, die man vielleicht halt einfach braucht, weil du hast halt eben eine Waffe, die für weite Entfernung gemacht ist. Vielleicht ist genau das der Grund, warum ich so schlecht snipe und der so gut zum Beispiel, weil er die Spielweise einfach perfektioniert hat. Man muss vielleicht nicht immer so hart reinrennen. Muss ich mir vielleicht echt mal merken. Ja. Ey, das ist halt schon wieder. Ey, sorry, aber ich wäre da viermal gestorben. Wer auch viermal gestorben wäre, lässt es mal ein Like da. My team. No, I don't wanna climb that. Ich finde krass, dass er diese Safe-Kills alle macht. Der zum Beispiel, den macht er safe. Den hätte ich nicht safe gemacht. Das zum Beispiel hätte ich. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Okay. Guck mal, das ist hier so ein Safer. Und der trifft ihn. Es war zwar kein Snipe, aber trotzdem nice. Jetzt snipe mal wieder, jawohl. Wetten, das war knapper, als es aussah. Ey, was ist hier auf Nuklear? Oh, 20er Streak. 22er? UAV. Er ist richtig aufgeregt. Push that. Geht die Nuklear noch? Ja, geht noch. Er sitzt in der Ecke. Guck mal, ich bin wirklich fasziniert davon, wie gut und konstant er trifft. Da bin ich wirklich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist, ihr kennt es selber, diese leichten Schüsse sind meistens die schweren. Sorry, dass die Maus hier direkt im Bild ist, Alter. Oh, er ist Gewision Pulsed. Oh mein Gott. Hinter dir.
Brutal. Oh my god, there's a guy at the window. We're gonna have to get outside. I can't anymore. I can't be in the building. I can't anymore. Ich kann nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass man das in Englisch auch genauso sagt wie in Deutsch. I can't anymore. Sauber. Ich glaube, er schafft die Nuklear. Oh, er hat aber auch jetzt wirklich auch ein bisschen Glück teilweise, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Hat er Nuklear jetzt? Jetzt muss er Nuklear haben, oder? Jetzt muss er Nuklear haben. Okay, er ist 1-4. Okay, er spielt jetzt wirklich auf die Nuklear und da muss man, also nehme ich alles zurück. Für die Nuklear musst du einfach chillig spielen. Das ist jetzt Nuklear, ja, alles klar. Heftig, Mann. I've got another kill. I'm choking, sagt er, nachdem er Nuklear hatte. Alles klar, Digga, muss los. So, jetzt, bitte merkt euch genau die Tarnung auf der Waffe, weil die werden wir niemals bekommen. Okay. Okay, hier ist noch eine Runde. Auf meiner Lieblingsmap Icebreaker. I'm choking, sagt er, weil er mal eine Kugel verfehlt. Sorry, Digga. I'm in shock. I'm in shock. Get off me. I can't believe what I did, okay? Okay, Leute, gucken wir uns mal Parmarsh an. Ja, Parmarsh ist wahrscheinlich der bekannteste Sniper, mit dem habe ich auch damals schon mal ein Foto gemacht. Gucken wir mal an, wie der so sniped. Auch chilliger Beat. Das ist auch so ein Sniper-Ding, die lieben das einfach. Die lieben diese chilligen Beats, warum auch immer. Das ist einfach, hat sich so durchgesetzt und ich feiere es auch. Oh. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Sniper Freestyle. Nein, ich höre lieber auf. Boah, das war wirklich ein Snapper, Alter. Sauber. Und den auch noch? Nee, guck. Aber den schweren, das ist wieder typisch. Den leichteren Schuss von beiden nicht getroffen, den schwereren ergibt ihm komplett. Also diese Sniper sind doch verrückt, ey. Die sind doch verrückt. Findest du, das sage ich ja immer wieder, es ist so eine mega eigene Kunst, Snipen. Es ist so krass, es ist so eine eigene Welt, so ein eigener Teil von einem Spiel, den man so gar nicht wirklich kennt, wenn man es nicht selber so fühlt. Ich kenne so ein paar, ich kenne Omid halt als deutschen Sniper, aber sonst kenne ich auch nicht viele. Bitte ist ein Trickshot. LOL. LOL. Das ist so eine Art kleine Montage hier sogar, fällt mir gerade auf. Es scheint keinen moderierten Teil zu geben. Niemals überlebt er das jetzt. Ja, war klar. Das kannst du nicht überleben bei Slums an diesem Spot. Unmöglich. Was macht er da, Digga? Wie er sich freut. Nein. Er hittet ihn wirklich und holt ihn nicht. Was für ein Pech. Was? Erst diesen Hitmarker across the map. Da kommen zwei in die Kirche. Sie wollen vielleicht nur zum Gottesdienst. Man weiß es nicht. Sie werden komplett weggesniped. No scope collateral. Das war sein Lieblingsspot für die Trickshots. Ah, das bin ich jetzt eher. Ja, das ist Marcel Scorpion Sniping. Oh my Christ! Jetzt auf einmal strengt er sich doch an. Er heilt sich auch nicht. Er ist noch in Black Ops 1 gefallen. Was? Das kann man nicht überleben. Oh, belastend. Alice, hey, thank you so much, Alice, for subscribing. Look at me doing this. Look at me work. That guy just got turned on. I took down 2 UAVs. It's lit! Oh, der Spot erinnert mich an mein legendäres Trickshot-Video. Was machst du da? Oh Gott. Jetzt kommt Blackout. Wie, er sniped nicht. Was ist das denn? Put this down, put this down, put this down. Boah, das war die letzte mögliche Sekunde, Alter. Oh! Oh, shit. God, bro. Poggers. Poggers. Ich dachte gerade, weil so ein Kind da irgendwie Scheiße gelabert hat. Kumpel!
Na gut, Leute, ich würde sagen, da haben wir uns immer ein bisschen Eindruck gemacht, hier, wie das in normalen Videos aussieht. Nicht ganz so übermenschlich wie in Montagen, aber ist natürlich auch klar, Leute. Waren trotzdem coole Videos. Parmage und Spread auf jeden Fall mal abchecken. Vielleicht einen Kommentar dort lassen. Ein bisschen lieber auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, ich bin erstmal raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.